Hey, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Heute werden wir hier hineingehen und die Rubin-Steintafel einsetzen. Also mal los. Nice Ding, es gibt vier Welten, oder? Nee, nur drei, oder? Ich weiß nicht. Alles klar, dann check ich auch direkt noch die Insel da hinten ab, die da schon so auffällig neben dem nächsten Himmelsstrahl ist. Gebieter, stelle fest, dass sich in nordöstlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen und sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Warte. Achso, nein. Sobald ich mich fertig gemacht habe, soll ich losgehen. Alles klar. Dann mal los. Nice. Oh, mein Joker ist hier aus der Hand gefallen. Eieiei. Gut, dass ich diese, wie heißt's, diese Fäden, Schlaufen nochmal in die Hände gemacht habe. Was? Hey. Cookie, meine Cookie, wo bist du nur? Ach, wo ist meine kleine Cookie denn bloß? Oh nein, was mache ich denn nur, wenn man sie entführt hat? Oh, du bist es ja, Luca. Wait. Wie gut, dass ich dich treffe. Hast du meine kleine Cookie hier zufällig gesehen? Wer ist Cookie? Sie ist meine Tochter. Ein kleines, süßes Mädchen von 5 Jahren. Ich bitte dich, Gianluca, wirst du nach meiner Tochter suchen? Ich bin schon ganz verzweifelt. Einige hier im Dorf haben gesagt, sie hätten Cookie zusammen mit einer sehr finsteren Gestalt gesehen. Ein Dämon. Es gibt sogar Leute, die behaupten, sie wären von einem fürchterlichen Dämon entführt worden. Was soll ich nur tun? Meine liebe kleine Cookie ist verschleppt worden. Da bin ich ganz sicher. Bitte finde meine kleine Cookie. Ich bin sicher, sie hat furchtbare Angst. Ich bitte dich, Gianluca. Ich suche sie. Vielen Dank. Ich wusste, dass du auf die Schülerin der Schule verlassest. Ich zähle auf dich. Hey. Okay. Hey. Das kam ziemlich überraschend. Und ja, ich bin bereit fürs Abenteuer. Da können wir gleich neue Rubine sammeln. Obwohl, ach, ich habe meine Tasche vergrößern sollen. Als allererstes. Aber es kostet 300 Rubine, davon habe ich ja noch nicht. Egal. Dann würde ich sagen, reden wir gleich mit ihm. Nice. Hey, Gianluca. Warst du was im Terrestladen? Pa, du doofer Angeber. Cookie? Wir haben neulich beim Friedhof zusammen Okay, warum steht beim Friedhof? Als deine Mama mich gerufen hat, bin ich nach Hause gelaufen. Was ist denn passiert? Ja. Sagen wir lieber nicht. Link kann sowieso nicht reden. Also doch kann er, aber man hat ihn noch nicht. Hast du das gehört? Ein kleines Mädchen ist verschwunden, das beim Friedhof gespielt hat. Wie kann in ein solch kleines Dorf ein Kind einfach verschwinden? Eine Tragödie. Du sagst es, es könnte sein, dass sie von einem Dämon verschleppt wurde. Das kann doch nicht möglich sein. Ah! Da fällt mir etwas ein. In der Nähe des Wolkenhauses sieht ein alter Mann, der oft etwas über Dämonen erzählt. Er redet ständig wirres Zeug, deshalb hat ihm bisher jetzt niemand so richtig geglaubt, wo der alte Mann jetzt ist. Ich glaube, dass er meist in der Kürbiswa östlich des Wolkenhauses hier sitzt und dort die Zeit totschlägt. Aber du musst mit deinem Wolkenvogel dorthin fliegen, vergiss das nicht. Ja. Dann werde ich kurz den Friedhof noch genauer anschauen. Alles klar. Ja, irgendwas muss ich ja machen. Rubine. Oh Gott, aber ist es nicht wirklich Diebstahl? Ja, komm, ich mach's mal. Vielleicht passiert hier irgendwas dann. Nee. Aber sieht besser aus jetzt.
Alles klar, dann werden wir uns wohl hier demnächst mal wieder umhören müssen. Aber erstmal wollen wir Zelda retten. So schlecht wird es der Cookie ja wohl nicht gehen. Hoffe ich. Oder wir gehen noch kurz zur Kürbisbar. Ich weiß nicht. Na komm, let's go. Ja, pfeifen. Ja, komm, dann machen wir jetzt noch kurz das da und mal schauen, vielleicht können wir den Dämon ja finden. Ich muss irgendwas nachts machen. Das geht ja, glaube ich, irgendwie. Man kann ja schlafen. Aber dann müssen wir mal Sinn machen. Ja. Fast. Oh Gott, alles knapp. Oh je. Ach, das ist der Ritter, der für unseren kaputten Grundstück Wiedergutmachung leisten möchte. Wusstest du eigentlich, dass die Kürbisernte kurz bevorsteht? Ich muss zugeben, dass es mir recht schwer fällt, diese wuchtigen Dinger zu tragen. Ich muss es machen. Aber okay, wahrscheinlich muss ich es schon irgendwann machen. Erstmal werde ich mich mal kurz umhören. So, ich dachte, wo bin ich jetzt? Oh je. Das Wolkenhautmonster. Du glaubst dir doch, oder? Eigentlich ist es ja gar kein Monster, sondern ein Dämon. Und damit überlebt die Begegnung mit ihm. Ach, niemand überlebt. Was? Du willst also wissen, ob ich ihn schon mal gesehen habe? Ja. Ich habe ihn gesehen und ich kann auch nur davon berichten, weil ich die Beine in die Hand genommen habe und geflitzt bin. Jemand mit wenig Glück hätte mit Sicherheit ins Gras gebissen. Wie dem auch sei, ich habe dieses Biest mit meinen eigenen Augen gesehen und lasse mir nichts anderes erzählen. Ich lief also gerade in der Nähe des großen Baums auf den Friedhof, mitten in der Nacht. Der Dämon schlug auf den Grabstein im großen Baum, welches sofort hell aufleuchtete. Dann schob er den Grabstein zur Seite und plötzlich öffnete sich die Tür zum Schuppen. Der Dämon ging hinein und schloss mit einer für eine Bestie sehr unüblichen Eleganz die Tür hinter sich. Ich werde diesen Anblick meiner Lebtat nicht vergessen. Halte ich nachts vom Friedhof fern. Alles klar, sollten wir für nachts zum Friedhof gehen. Das schaffen wir mal bis nachts. Also eine sehr coole Animation. Hat sich wirklich Mühe gegeben. Dann mal los. Schauen, wie es jetzt hier nachts aussieht. Wow. Sieht aber sehr cool aus. Ich kann nicht pfeifen. Hä? Wait, schläft beim Wolkenvogel nachts? Ja, sorry. Das kann ich ja nicht wissen. Obwohl, eigentlich es bedenken können. Okay, schade. Ich dachte, da wäre vielleicht ein Rubin drin. So, jetzt aber. So, wenn mein Wolfvogel letztlich da ist. Da bin ich sauber auf den. Aber da ist er. Sehr schön. So, ab zu diesem Ding. Gott. Ey.
Gott, so nah ist es schon wieder. Nice. Ich spring am besten direkt bei der Wolkenschule ab. Bei der Ritterschule. Kann ich direkt schlafen. Oder? Nicht die Hose aufsetzen, durchgehen. Alles klar. Dann mal los. So, ich dachte, Handtreppe oder springen. Ich muss eigentlich mal in mein Zimmer. Was hier? Max und Struß Zimmer. Bardos Zimmer. Oh no. Bardo. Oh, Zelda, was ist so mit dir geschehen? Hör mal, wo treibst du dich in letzter Zeit ständig rum? Wir alle haben hier zu tun. Und du glaubst mal wieder machen zu können, was dir gerade so einfällt. Du wirst dich noch umsehen. Das gleiche Zimmer aussieht. Oh, okay, das sieht sehr nett aus. Bild von sich natürlich hängen. Alles klar. Aber wo ist mein Zimmer? Ist es gegenüber von Bardos? Ja. Ich kann nicht schlafen. Und Rubine rausholen. Bis nachts. Mal schauen, jetzt wird es funktionieren. Also. Es läuft gar keine Musik. Nee, oder? Wie soll ich denn sonst rauskommen? Ah, hier kann man raus, okay. Ansonsten ist es hier oben abgeschlossen, hä? Egal. Ich bin runterfallen. Glibber. Danke. Der erste Glibber. Ich habe vergessen vorzulesen. Aber nicht so schlimm, hoffe ich. Das sind Fledermäuse. Fledermäuse heißen sie. Ah, das ist das Ding wieder. So, dann mal auf zum Friedhof. Also, ich mache mal das, was er gesagt hat. Den Friedhof den links schlagen. Und verschieben. Alles klar. Dann mal schnell. Wow, wait, kann man hier nicht auch runterfliegen? Was? WTF? Alles klar. Lol.
Das ist der Dämon. Was? Oh, Hilfe! Nicht schlagen! Bitte verschone mich! Ich mag furchteinflößend aussehen, aber ich bin kein Unhold. Lass mich dir zuerst etwas erklären. Mein Name ist Morsego und wie du ja sehen kannst, bin ich ein Dämon. Ich wohne hier im Wolkenhort. Aber ich tue keiner sehr etwas zu leide und Kindesentführung liegt mir fern. Im Gegenteil, dieses kleine Mädchen ist die einzige, die keine Angst vor mir hat. Tatsache, dass sie mit mir Zeit verbringt, ist wie ein Geschenk für mich. Ich wäre ja so gern mit den Menschen hier im Dorf befreundet, doch leider fürchten sich alle aufgrund meines dämonischen Aussehens von mir. Dabei würde ich mich wirklich gern mit den Menschen anfreunden. Aber ich fürchte, dass mein Aussehen sie immer wieder in die Flucht treiben wird. Es ist eine Tragödie. Obwohl, es gibt da allerdings eine Legende, die man sich unter Dämonen erzählt. In ihr ist von den Juwelen der Güte die Rede, die man erhält, wenn man den Menschen eine Freude bereitet. Seiner großen Anzahl dieser Juwele der Güte soll es möglich sein, sich von einem Dämon in einen Menschen zu verwandeln. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich möchte ein Mensch werden. Junger Edelmann, ich habe das Gefühl, dass du ein Mann mit reinem Herzens und voller Güte bist. Aus diesem Grund würde ich dich gern bitten, für mich Juwelen der Güte zu sammeln. Würdest du das für mich tun? Sehr gerne, wenn du dann normal bist. Tatsächlich? Ich habe gehört, wenn man Menschen hilft, ihre Probleme zu lösen, hält man die Juwelen der Güte. Manchmal erscheinen sie auch an Orten, an denen sich viele Menschen versammeln. Überall im Wolkenmeer. Auch der Wolkengott ist solch ein Ort. Oh, das reimt sich. Ich habe dich, der du ein reines Herz hast, verzauberst, sodass du von nun an den Juwelen der Güte sehen kannst. Der Zauber wirkt jedoch nur nachts. Such die im Wolkenmeer verteilten Juwelen der Güte, also stets in der Nacht. Ich werde dich selbstverständlich reich dafür belohnen. Das steht außer Frage. Der Dämonenonkel ist gar nicht böse. Er hat mich gerettet, als ich fast von einer Klippe gefallen wäre. Nachts ist es draußen gefährlich, hat er gesagt. Deshalb warte ich, bis es hell ist, dann gehe ich wieder zurück zu Mama und sage ihr, wo ich war. Okay. Alles klar. Ich habe jetzt einen richtigen krassen Bosskampf erwartet, aber nett, dass er so nett ist. Freut mich auf jeden Fall. Sondern ich gelernt habe, nachts sich runterfallen. Denn der Wolkvogel pennt einfach. Aber klar, ist jetzt auch klar, dass man nachts schläft. Ey. Aber keiner Dropclipper. Okay, nice. Dann mal los. Ich hoffe, in der Güte. Blümchen. So, kann man sie eigentlich auch wirklich töten? Nein. Das arme Ding. Und ich schlag's auch noch. Komme ich wohl nicht ran. Oh doch. Ja, ein Wolkenwürmchen gilt als der seltenste. Was? Gilt als das seltenste Insekt überhaupt und kann ausschließlich an dunklen Ort gefunden werden. Wow. Das ist cool. Was machst du denn jetzt schwer hier? Oder gibt es dich öfter? Ich gibt es anscheinend öfter. Muss ich viele Menschen versammeln. Hier. Nein! Oh, meine Gottesstatue natürlich. Obwohl. Ambassar. Ich dachte, da kommt ein sehr Wolkenhirschkäfer raus.
Nice. Krippers sah es zu. Auf wo? Aber auf dem Festplatz versammeln sich doch viele Leute. Wo jetzt das Ding gelandet ist, das Item, aber egal. Also. Muss ich vier Leute versammeln. Ich schätze mal eine Gottesstatue. Sie kommen nur nachts. Da draußen. Darf ich, glaube ich, nicht sehen. Oder muss ich die Aurasuche verwenden? Du hast mich gerufen, Gebieter. Information. Worüber möchtest du etwas erfahren, Gebieter? Über Hinweise. Durch geschicktes Manövrieren beim Sturzroulette auf der Roulette-Insel kannst du ein besonderes, wertvolles Item gelangen. Okay. Roulette-Insel. Keine Ahnung, was sie meint. Müssen wir wohl auf die Roulette-Insel gehen. Aber eigentlich will ich jetzt erstmal Cookie helfen. Wählen der Güte, wenn man Leuten hilft. Wait. Ich glaube, ich rede mal mit dem an der Ritterschule. Jetzt wahrscheinlich nochmal hier vorbei. Ich finde keins. Das ist noch eins. Nice. Ich werde mal am Dings dann. Und wie heißt's? Am Festplatz. Pfeil holen. Ja, Luca, pass bloß auf, in der Nacht sind andere Monster unterwegs. Ich mache hier meinen Rundgang und sehe nach dem Rechten. Um diese Zeit kriechen die Geister und Ungeheuer aus allen Löchern. Es ist die Pflicht eines Ritters, die einfachen Menschen zu beschützen. Findest du nicht? Du bist klasse. Was sagst du? Das ist es nicht normal für einen Ritteranwärter, so etwas zu tun. Für mich jedenfalls ist das. Die Sicherheit und der Dank Dorfbewohner sind mir Belohnung genug. Das ist es, was einen Ritter ausmacht. Und auch du wirst das eines Tages verstehen, ja, Luca. Alles klar. Ja. Lol, das ist die Kiste. Aber es ist eine Dingskiste, da kannst du nicht hin. Aber ich check nicht ganz. Ich würde sagen, ich suche mal ein bisschen weiter. Falls ich was finde, dann werde ich euch Bescheid sagen. So, ich habe noch ein bisschen rumgesucht und ich finde einfach kein Juwel. Anscheinend muss ich irgendwas anderes machen. Ich habe schon mal gegoogelt, ganz kurz, was ich machen muss. Anscheinend muss ich einfach nur bis Tag warten, dann
Ist Kugia wieder zu Hause? Dann war mir schon klar, was ich machen muss. So los. Tag schlafen und dann zu Kugis Haus laufen. Musst du noch suchen, wo Kugis Haus ist. Aber eigentlich ist ja klar. Oh ja, aber. Ah, ich check jetzt auch mal oben. Dann kriegt man, glaube ich, die Juwelen der Güte. Oder ein Juwert, wahrscheinlich. Barus Reich. Oder ist dann wirklich Barus Reich dann? Barus Reich. Ja, nice. Also, dann mal kurz bis Tag schlafen. Bis morgens. Ich habe es nachts ausgewählt, glaube ich. Eieiei. Ja, lol. Was? Sternsplitter. Du hast ein Juwel der Güte erhalten. Dieses Juwel ist aus der Dankbarkeit einer der unbekannten Personen entstanden. Sammle für Mosego noch mehr Dankbarkeit in kristallisierter Form. Was? Lol. Die kann wirklich überall auftauchen. Wo habe ich Leuten geholfen? Keine Ahnung. Ah! Ich weiß wo. Ich habe doch oben, habe ich doch Dings zurückgeholt. Und das hat auch ein Juwel der Güte verringern. Also habe ich auch dem einem kleinen Jungen auch geholfen. Hier ist doch eins. Wait, ich glaube, die tauchen jetzt alle auf, weil ich, nochmal geschlafen habe, aus Versehen. Alles klar, okay. Vielleicht ist da oben noch eins, weil dort oben hat sie ja Danke gesagt, die Mutter. Nein. Aber alles klar. Hier beim Baum ist schon auch eins, weil da habe ich dem Jungen geholfen. Ich habe beide besiegt, okay, nice. Also. Was für den Menschen was sagen hier? Verwehren. Alles klar. Ich schätze mal, dass vielleicht hier irgendwo noch eins sein wird. Clipper, nice. Kann ich gut gebrauchen. Dann erstmal rein. Kugis Haus. Was? Nein, stopp, was? Dämonen, Onkel. Ganz lieb. Schlaf auch mal. So, bis morgens. Dann soll es eigentlich funktionieren. Das Ding ist, wenn ich immer hier reinkomme und einfach schlafe. Oh ja, Luca. Dank dir ist meine liebe Cookie gesund und munter nach Hause gekommen. Wie kann ich dir bloß danken? Jetzt kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Ich danke dir für deine Güte. Lol. Ein weiteres. Du hast 5 Juwelen der Güte erhalten. Ein Juwel der Güte beinhaltet menschliche Dankbarkeit in dieser Form. Ich weiß und jetzt habe ich 7. Danke. Alles klar, ich muss Leuten helfen.
Aber gibt es die nur hier oben oder gibt es ja woanders? Lol. Dreh's Laden. Ja, auf dem Dorf wird auch noch irgendwas sein. Am besten gehe ich runter zum Dämonen. Also. Ah, das wirkliche Video Juwelen der Güte für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Ich nehme dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Wow, sie mit ihrer Geldbörse erhalten. Sie bietet etwas mehr Platz als seine. Ich kann 500 Rubine jetzt aufbewahren. Ich brauche hier leider noch mehr Juwelen der Güte, um endlich ein Mensch werden zu können. Bitte sei so gnädig und hilf mir noch ein wenig mehr. Ja, mache ich, aber. Jetzt wollen wir erstmal nach Elden aufbrechen. Es kam jetzt ein bisschen dazwischen, aber coole Quest, muss ich sagen. Ja, bis zum nächsten Mal. Und ciao. So, ich melde mich noch mal kurz zurück. Ich wollte eigentlich gerade nur hier zum Dorfplatz laufen. Um dann von dort aus zu starten, nächste Folge. Aber da gibt es ein Problem. Es kam eine Cutscene. Wo ist sie bloß hin? Das mache ich doch ganz kurz. Oh, was mache ich nur? Was ist los? Ach ja, Luca, hast du kurz Zeit, mir zuzuhören? Danke. Es ist so, mein Schwesterchen hat einen Ausflug gemacht und ist noch nicht wieder zurückgekehrt. Sie ist schon zu lange weg, also habe ich sie gesucht, aber keine Spur von ihr. Wenn nun etwas passiert ist, ich mache mir solche Sorgen. Ja, Luca, kannst du vielleicht Marie suchen? Sie hat gesagt, dass sie diese bunte runde Insel interessiert. Also ist sie wohl nach Südwesten geflogen. Ich verlasse mich auf dich, Gianluca. Machen wir nächste Folge, vielleicht. Ja, jetzt wirklich zum nächsten Mal und ciao.